بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Wir fahren fort, inshallah ta'ala, mit unserem Ramadan-Special. Und es ist so wichtig, dass wir die Worte Allahs azza wa jal ständig hören und die Worte seines geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, damit wir unsere Herzen reinigen, damit wir unsere Herzen füllen mit Rechtleitung und mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und heute werden wir eine wunderschöne Überlieferung hören, die uns festigt und die uns bi'idhnillah ta'ala zu immer besseren Taten verhelfen wird. Und so überliefert Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal zu Mu'adh ibn Jabal sagte. Und Mu'adh ibn Jabal war einer der gewaltigen Sahaba, einer, der mit das meiste Wissen getragen hat. Er sagte zu ihm, alaihi salatu wasalam, ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. O Mu'adh, bei Allah. Und der Prophet, alaihi salatu wasalam, hat nur geschworen, wenn es wichtig war. Er ist der Wahrhaftige, er ist der Vertrauenswürdige. Er sagte, ja Mu'adh, wahrlich, ich liebe dich. Dann sagte er zu ihm, und das ist eine wunderschöne Art und Weise, eine Nasiha zu beginnen, einen Ratschlag zu beginnen, jemand etwas mitzuteilen. Und das Schöne hier ist, dass er zu ihm sagte, er zu Mu'adh sagte, ich liebe dich. Es ist überhaupt nichts Besonderes, wenn ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, ich liebe dich. Aber hier war es im umgekehrten Fall, umso gewaltiger war diese frohe Botschaft für Mu'adh ibn Jabal. Er sagte, o Mu'adh, ich liebe dich. فَلَا تَنْسَ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ دُبْرِ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. Vergiss niemals, nach einem jeden Pflichtgebet, was zu sagen, O Allah, verhilf mir, deiner zu gedenken und verhilf mir, dir gegenüber dankbar zu sein und verhilf mir dazu, dir gegenüber eine gute Anbetung zu vollziehen. Allahu Akbar. Das war das Bittgebet, welches der Prophet alaihi salatu wassalam fünfmal am Tag verrichtet hat. Wenn du ein besonderes Bittgebet haben möchtest, dieses Bittgebet ist ein ganz besonderes Bittgebet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das fünfmal am Tag gesagt. Und hier ist wichtig, dass wir verstehen, was ist der Inhalt von diesem Bittgebet. Er sagte, O Allah, verhilf mir, deiner zu gedenken. Nur ein lebendiges Herz gedenkt Allah azza wa jal. Und wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, derjenige, der jemanden liebt, so erwähnt er ihn oft. Und das ist ein Beweis dafür, wenn du Allah azza wa jal liebst, subhana, dass du ihn oft erwähnst. Du hörst Leute, jedes zweite Wort, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Das, weil sie Allah lieben, weil sie die gesamte Zeit an Allah azza wa jal denken. Wenn wir morgens aufstehen, dann sagen wir ein Bittgebet, indem wir Allah azza wa jal subhana gedenken. Und wenn wir abends schlafen gehen, dann sagen wir ein Bittgebet. Wir sind die gesamte Zeit mit dem Dhikr zu Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Und derjenige, der Allah wenig gedenkt, so hat er Heuchelei in seinem Herzen, weil Allah azza wa jal sagt im Koran, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, über die Heuchler, sie gedenken Allah azza wa jal nur sehr wenig. Sie gedenken Allah azza wa jal nur sehr wenig bedeutet, sie gedenken ihn nur, wenn andere Leute dabei sind. Aber der Gläubige ist nicht so. Er gedenkt Allah azza wa jal die gesamte Zeit, das füllt sein Herz und das steigert seine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und er beweist Allah azza wa jal damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Zeit sein Leben füllt. Und dann sagte er, und verhilf mir, dir gegenüber dankbar zu sein. Wie wenige Leute sind dankbar gegenüber Allah azza wa jal. Was hast du für dein Leben bezahlt? Du sagst mir nichts. Aber schau mal, subhanallah, Allah hat dir dieses Leben geschenkt. Warum dienst du nicht Allah azza wa jal? Warum bist du gegenüber Allah azza wa jal nicht dankbar? Dankbarkeit ist, dass du es mit Taten beweist.
Und das Schöne ist, wenn du dankbar bist gegenüber Allah Azza wa Jal, dann wird Allah Azza wa Jal, und das ist der beste Weg, dass Allah dir noch mehr ermöglicht. Wie Allah Azza wa Jal sagt, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Wenn ihr dankbar seid gegenüber Allah Azza wa Jal, werde ich euch noch mehr geben. Das heißt, diese Dankbarkeit gegenüber Allah Azza wa Jal wird dir weitere Türe öffnen. Und daher, wenn du eine gute Tat machst, dann danke Allah Azza wa Jal dafür. Warum? Damit Allah dir noch eine bessere Tat ermöglicht. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr geben. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ. Wenn ihr aber undankbar seid gegenüber Allah Azza wa Jal, dann ist meine Strafe hart, sagt Allah Azza wa Jal. Dankbarkeit ist nur eine Sache, die die gläubigen Diener haben. Und die meisten sind gegenüber Allah Azza wa Jal undankbar. Ja, sogar die Gnaden, die Allah Azza wa Jal ihnen gegeben hat, diesen Dienern, die Diener bekämpfen Allah mit diesen Gnaden. Allah hat ihnen Gesundheit gegeben, sie beten nicht. Sie, wal'iyadu billah, laufen zu Orten, die haram sind. Sie sprechen mit ihrer Zunge Schlechtes. Sie sehen mit den Augen nur das, was haram ist. Sie sind Leute, die ihre Gesundheit dafür nutzen, um mehr und mehr an Sünden zu machen. Sie danken Allah Azza wa Jal nicht. Und dann sagte er, und verhilf mir dir gegenüber, ja Allah, zu einer besseren Anbetung. Er sagte nicht, dass du mir nur gegenüber dir zur Anbetung verhilfst, zu einer guten Anbetung. Denn wie viele Leute machen ihre Anbetung nur, um sie hinter sich zu bringen? Und wie wenige Leute machen die Anbetung, damit sie sich Allah Azza wa Jal Subhana nähern? Was für ein Unterschied. Shattana, shattana, baina rajulain. Ein Unterschied wie zwischen Himmel und Erde, zwischen diesen beiden Leuten. Einer, er nutzt diese Anbetung, um Allah subhanahu wa ta'ala seine Liebe zu beweisen, um sich Allah azza wa jal zu nähern. Und vor allen Dingen, er will damit Allah azza wa jal zeigen, dass er ein Diener von ihm ist. Das, was Allah azza wa jal am meisten liebt, dass wir uns zeigen als arme Diener, die Allah azza wa jal benötigen, die Allah subhanahu wa ta'ala brauchen, und nicht als hochmütige, arrogante, unverschämte Diener, die leider die Mehrheit der Menschen bilden. Fünfmal am Tag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Bittgebet gemacht. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. So lasse das niemals mehr aus, o Diener Allahs, nach einem jeden Gebet. Und fi dubri kulli salah, nach jedem Gebet, bedeutet hier bei manchen Gelehrten vor dem Taslim, bevor man das Gebet beendet, und bei anderen nach dem Gebet. Und wenn du das vor dem Gebet machen kannst, das heißt, bevor du das Gebet abschließt, dann ist das sehr gut. والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.